Hi Leute, das neue Firmware-Update hat bei einigen ein bisschen Frust ausgelöst, weil man jetzt nur noch 120 Meter hochfliegen kann. Welche Probleme das hat oder mit sich bringt, das habe ich schon in einem anderen Video erklärt. Auf dronehex.com könnt ihr hier eine Software runterladen. Die sieht so aus. Man kann sich da registrieren, muss man aber nicht. Dann hat man jetzt hier die Drohne, in meinem Fall die Mini 3 Pro angeschlossen und dann habe ich hier unten den Button Choose Firmware. Da kann ich von meiner Festplatte eine ältere Firmware auswählen und die dann flashen. Wo lade ich die runter? Das ist hier die Seite. Gehe ich auf DJI, suche mir das Modell aus. In meinem Fall war das die, wo ist sie jetzt? Da. Die Mini 3 Pro Kategorie. Und jetzt kann ich hier die Firmware aussuchen, die ganz neue oder halt auch ältere Firmwares. Wenn ich jetzt mal die 500 nehme, dann gehe ich auf Submit und dann habe ich hier oben einen Download-Button und dann kann ich mir die hier speichern. Habe ich jetzt aber schon gemacht. Das ist eine BIN-Datei. Dann geht ihr hier bei DroneHex rein. Dort geht ihr zu dem Ordner, wo die ist, sucht die, also macht einen Doppelklick auf die BIN-Datei, dann ist die hier drin. Und dann klickt ihr hier auf Flash Firmware. Das Ganze ist natürlich ohne Gewähr. Ich übernehme keine Verantwortung. Ich wünsche euch viel Glück. Tschüss, bis zum nächsten Mal.